Sansibar. Also wenn man diesen Namen hört, Sansibar, das klingt nach Abenteuer, nach Erlebnis, nach Mystik. Und ja, die Inselgruppe, der Archipel Sansibar, der liegt gerade vielleicht 30 Kilometer außerhalb von Dar es Salaam, also von Tansania im Indischen Ozean. Und ja, das ist so eine spannende Gegend, eine Inselgruppe mit unheimlich interessanten Leuten, und zwar mit den Sansibara. Die Sansibara, das sind ja, Leute aus Afrika, aus den arabischen Gebieten, aus Persien und sogar aus Indien. Und diese Mischung eigentlich macht es so spannend. Das ist einerseits die Kulinarik, auf der anderen Seite natürlich die Feste, die Tradition, die sich hier erhalten konnte. Und es ist für den Tourismus, für die Menschen, die sich aus anderen Ländern dort das anschauen wollen, man hat dort diese herrlichen Strände, man hat ja, Mangrovendickicht, und man hat auch dort die Taus. Die Taus, die Boote mit den weißen Segeln, die sind ja so berühmt. Und also segeln Sie mit mir nach Sansibar und oder schauen wir uns das gleich einmal im Film zunächst einmal an. Taus sind ganz besondere Segelboote. Seit 1000 Jahren werden sie fast unverändert gebaut. Und seitdem verkehren sie auch an den Küsten und in den Gewässern des ostafrikanischen Sansibar-Archipels. Die Dau-Frachtschiffe können nicht direkt an den flachen Küsten anlegen, sondern gehen fast immer draußen vor Anker. Häfen mit Anlegern gibt es in dem Archipel nur wenige. Und so ist schon das Beladen einer solchen Dau, hier mit Mangrovenholz, ein kleines Abenteuer. Für die Männer ein alltägliches, denn mehrere Frachtfähren, die heutzutage fast immer auch Passagiere mitnehmen, verlassen jeden Morgen die Nordküste Sansibars, um zu anderen Inseln zu segeln. Es ist frühmorgens. Die Nuroi ist bereit zum Auslaufen. Das Segel wird gesetzt. Nur heute will es nicht so recht klappen. Vielleicht, weil die Fernsehkamera dabei ist? Na also, geht doch. Der Sansibar-Archipel gehört zum ostafrikanischen Staat Tansania. Unsere erste Fahrt führt uns von Nungwi zur nördlich gelegenen Insel Pemba. Vorgesehene Reisezeit 8 bis 10 Stunden, je nach Wind und Wetter. Denn obwohl heute die meisten Fähren dieser Art einen Motor an Bord haben, wird der nur im Notfall oder bei extrem schlechten Windbedingungen angeworfen. Benzin ist teuer.
Mit Motoreinsatz wird die Fahrt sehr schnell zum Verlustgeschäft. Beim Segel umsetzen müssen auch die Passagiere mithelfen. Drei Besatzungsmitglieder, das ist nicht üppig. Doch kurz darauf liegt die Nuroi richtig gut im Wind. Crew und Steuermann wirken sehr gelassen. Alles läuft gut. Der Steuermann hat eigentlich einen anderen Beruf. Ja, mein Name ist Sahoro Marisain und ich bin normalerweise Fischer. Aber wenn wir in letzter Zeit rausgefahren sind, haben wir fast nie was gefangen. Und wir teilen uns das Boot zu fünft. Das geht jetzt schon seit vielen Jahren so. Eigentlich seitdem ich fische. Und so sind Überfahrten wie heute in jeder Hinsicht ein willkommener Nebenverdienst. Das Mangrovenholz an Bord wird auf Pemba zu Holzkohle verarbeitet. Natürlich ist das höchst fragwürdig. Mangroven sind Biotope und sie schützen die Küsten vor Erosion. Aber für die Menschen ist Holzkohle eine wichtige Einnahmequelle. Gerade auf Pemba. Ich heiße Juma Makane und lebe in einem kleinen Ort in der Nähe von Nungwi. Und heute fahre ich nach Pemba. Mein Ziel ist das kleine Dorf Chokocho im Mkoani-Distrikt. Der Anlass ist traurig, meine jüngere Schwester wird begraben. Ich selber bin 60 Jahre alt und zum dritten Mal verheiratet. Mit der ersten Frau hatte ich 4 Kinder, mit der zweiten 2, aber die sind leider gestorben. Sieben Stunden sind wir jetzt unterwegs. Vor uns eine Dhow des Typs Ngalawa, ein Fischerboot mit Auslegern für ruhige Gewässer im Küstennähe. Wir fahren mit einem größeren Boot, einer Yahusi, ursprünglich ein reines Frachtschiff. Dhow ist eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl unterschiedlicher Segelschiffe aus Holz. Nach 8 Stunden erreichen wir die kleine Hafenstadt Mkoani auf Pemba. Wir sind erleichtert. Wirklich komfortabel war die Reise nicht. Und den Reiseführern wird vor solchen Überfahrten gewarnt. Angeblich werden die Schiffsbesitzer sogar bestraft, wenn sie Gäste aus dem Ausland mitnehmen. Die größte Stadt auf Pemba mit etwa 40.000 Einwohnern ist Chake Chake. Klassische Sehenswürdigkeiten sucht man hier vergebens. Doch die Märkte mit ihren Waren, Tieren und Menschen sind in jeder afrikanischen Stadt etwas Besonderes. Die vielleicht größte, aber ganz sicher beste Bäckerei in der Nähe von Chake Chake gehört Said Awes Abdallah. Die Fladenbrote werden im Lehmofen gebacken. Ein bisschen Nelkenöl und Gewürze verfeinern den Teig. Mindestens 300 Brote verkauft der 59-Jährige pro Tag. Ein gutes Geschäft. Ich heiße Said Awes Abdallah und lebe gerne und gut hier auf Pemba. Und ich bin erfolgreich in dieser Arbeit, die mein Vater schon ausgeübt hat. Er hat mir auch beigebracht, den Teig genauso zu machen. Durch diese Arbeit kann ich ein gutes Leben mit meiner Familie führen.
Na ndo ninafanya na naendesha maisha yangu hapa petu Kigoma. Der emsige Bäcker muss immerhin 2 Frauen und 19 Kinder versorgen. Ach ja, das Brot schmeckt köstlich, vor allem wenn es ganz frisch aus dem Backofen kommt. Wir haben probiert. Pemba ist dank ihrer tropischen Vegetation grüner, hügeliger und abwechslungsreicher als ihre Schwesterinsel Sansibar. Sie wurde deshalb von den arabischen Seeleuten Yasora al-Kudra, die Grüne, genannt. Auf einer Fläche von sehr fruchtbaren 980 Quadratkilometern leben etwa 400.000 Menschen. Haupteinnahmequelle sind riesige Nelkenbaumplantagen. 3,5 Millionen Bäume sollen es sein. Während der Erntezeiten, von Juli bis September und Dezember bis Januar, hilft auf Pemba jeder, der schon oder noch laufen kann, die Blütenknospen einzusammeln. Kinder bekommen schulfrei, die Alten erheben sich von ihren Ruheplätzen. Über der ganzen Insel liegt dann ein bitter, würziger Duft. Hamis Omar ist zwar erst 13 Jahre alt, aber schon ein sehr erfahrener Kletterer. Mit seinem älteren Bruder Mohammed ist er seit vielen Jahren auf und in den Bäumen unterwegs. Pemba ist der weltgrößte Nelkenexporteur. Man produziert hier wesentlich mehr Gewürznelken als auf der prominenteren Nachbarinsel Sansibar. Und das, obwohl die Anbauflächen in den letzten 10 Jahren verringert wurden. Und obwohl solche Monokulturen anfällig sind, für Pilzkrankheiten etwa. Die Knospen zu zupfen ist die Arbeit der Frauen und Mädchen im Dorf. Sala und Husna helfen heute ihrer Mutter Mwajuma Salim. Sie sammeln und verwerten auch die Blütenstämme. In der heißen Sonne dauert es nicht lange, bis ein weiteres wertvolles Produkt für den Export gereift ist. Eine Destille, in der die Blütenstämme zu Nelkenöl verarbeitet werden, hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Doch die Anlage funktioniert gut. Halima Juma und Asai Simai haben hier seit vielen Jahren einen festen Arbeitsplatz. Hauptsächlich gewinnen sie Nelkenöl, aber auch Öle aus Zitronengras und Kardamom. Zum Befeuern des Kessels nehmen sie Eukalyptusholz. Es wächst sehr schnell nach. Halima Juma ist eine energische Frau. Ich arbeite hier schon lange, seit 1995. Es gibt ja sonst keine Arbeit. Aber besser, als seinen Körper zu verkaufen. Meine Kinder würden gern studieren, aber das kann ich ihnen nicht bieten. Wir werden schlecht bezahlt. Wir bräuchten mehr Rechte als Frauen, wenn wir arbeiten, gerade hier in dieser Gegend. Nach etwa 3 Stunden sind erste Ergebnisse zu sehen. Insgesamt 6 Stunden wird es dauern, bis der Filterbehälter voll mit Öl und Restwasser ist. Das Wasser wird dann in weiteren Verfahren herausgefiltert.
Pemba galt schon vor über 1000 Jahren als die Kornkammer der Swahili-Küste und kam damals zu beachtlichem Reichtum. Aus jener Zeit stammen viele Ruinen. Die Fahrt dorthin ist verwegen, aber schön. Links und rechts des Weges, der zum Ende einer Landzunge führt, werden Flaschenhalspalmen gezüchtet. Sie tragen keine Früchte, sind reine Zierpflanzen. Deshalb pflanzt man sie vor allem in Parks oder Hotelanlagen. Die Ruinenstadt Ras Mkumbuu ist die eindrucksvollste auf Pemba. Sie entstand im 10. Jahrhundert und soll zu dieser Zeit eine der größten Siedlungen Ostafrikas gewesen sein. Die große Moschee stammt ebenfalls aus der Blütezeit der Swahili-Kultur. Hunderte Menschen fanden in ihr Platz. Gut erhalten und für die Kultur typisch sind auch diese Pfeilgräber, Sarkophage auf Sockeln. Ein kleiner See, ein Dorf mit Namen Muambe. Das klingt zunächst völlig unspektakulär. Doch in diesem Haus lebt und wirkt der wohl bekannteste Voodoo-Heiler des gesamten Archipels, Kombo Ali, bei seinem morgendlichen Gebet. Nach eigenen Angaben ist er 103 Jahre alt. Nebenan warten die Patienten. Oft kommen sie von weit her, aus Tansania, aus anderen afrikanischen oder arabischen Ländern. Kombo Ali ist ein Heiliger für sie, der in allen Lebenssituationen helfen kann. Ich heiße Usowadi und komme seit einiger Zeit hierher, weil ich sehr krank bin. Aber ich fühle mich schon viel besser. Gott ist gnädig. Dieser alte Mann hat mir geholfen und mich überzeugt, immer wieder zu kommen. Zu ihm in dieses kleine Dorf. Viele Menschen, die sehr krank sind, kommen hierher und fühlen sich bald besser. Mir erging es genauso. Wirklich, ich vertraue diesem Mann. In Deutschland würden wir Kombo Ali wohl als Heilpraktiker oder Naturmediziner bezeichnen. Einen weisen alten Mann mit angeblich übernatürlichen Kräften. Nur so ist seine Wirkung auf Kranke zu erklären. Viele reiche Menschen aus anderen Ländern haben ihn schon einfliegen lassen, damit er sie behandelt. Die Medizin stellt er aus Naturprodukten selbst zusammen. Die Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen Problemen zu mir. Nicht nur mit körperlichen Gebrechen. Auch mit Problemen im Beruf, in der Ehe oder wenn sie heiraten wollen oder wenn sie fremdgegangen sind. Dann berate ich sie mehr psychologisch. Manchmal haben ja auch die Frauen einen Geliebten. Im weitesten Sinne habe ich für alle Probleme eine Medizin. Jedem, der hierher kommt, helfe ich mit meiner Lebenserfahrung. Usowadi jedenfalls macht sich glücklich wieder auf den Weg nach Hause. Für die Rückfahrt von Pemba nach Zanzibar City nehmen wir heute eine der üblichen Passagierfähren. Sie verkehren mindestens einmal täglich. Die Dhow-Fähren sind schon seit vielen Jahren von den Menschenmassen überfordert, die zwischen den Inseln unterwegs sind. Menschen, Tiere, Waren und Autos unter einem Dach. Für uns Europäer sicherlich gewöhnungsbedürftig, aber wir haben uns keine Sekunde unwohl oder unsicher gefühlt. Die
Überfahrt von Pemba zur Stone Town von Sansibar City dauert nur etwa 6 Stunden. Dabei ist die Strecke wesentlich länger als die mit der Dau. Geduld scheint hier keine verbreitete Tugend zu sein. Jeder will möglichst schnell von Bord. Das Gedränge ist nicht ungefährlich. So warten wir lieber. Die Altstadt von Sansibar City, Stone Town, ist seit dem Jahre 2000 Weltkulturerbe der UNESCO. Etwa 20.000 Menschen leben hier. Mithilfe internationaler Geldgeber konnten viele historische Gebäude vor dem Verfall bewahrt werden. Trotzdem bleibt noch viel zu tun. Enge Gassen, Läden und Restaurants und kleine Plätze zum Verweilen. Das ist Stone Town. Doch dringend notwendige weitere Restaurierungsarbeiten gehen nur schleppend voran. Ausnahmen sind Moscheen und Hotels. Das arabische Fort, direkt an der Küste gelegen, wurde Ende des 18. Jahrhunderts von den Omanis als militärische Schutzanlage erbaut. Sie hatten die hier seit dem 15. Jahrhundert herrschenden Portugiesen vertrieben. Der Markt am Rande der Altstadt wird täglich auf- und abgebaut. Afrikaner, Inder, Perser und Araber besuchen ihn. Ein buntes Völkergemisch. 95% von ihnen bekennen sich zum Islam. Berühmt geworden ist Sansibar in der ganzen Welt als Gewürzinsel. Das ist auch heute noch zu spüren. Aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Der Reichtum der Insel im 19. Jahrhundert hat seine Ursache im Sklavenhandel. Erfunden hat man ihn nicht auf Sansibar. Aber vor gut 150 Jahren war die Insel der größte Sklavenumschlagplatz der Welt. 1873 wurde der Handel offiziell verboten. Dieses Denkmal an der anglikanischen Kirche erinnert an diese grausame Zeit. Aus eben jener Epoche stammen auch die prächtigsten Herrschaftshäuser der Stadt. Für ihre Erbauer war nicht nur der Handel mit Gewürzen und Sklaven eine lukrative Einnahmequelle, sondern auch der mit Elfenbein. Heute sind diese Häuser größtenteils Hotels oder Museen. Früher Morgen im Dauhafen von Stone Town. Die Fischerboote und Frachtfähren werden entladen. Und auch hier ist Zeit Geld. Wer seine Fische zuerst auf den Markt bringt, hat einen Vorteil. Und so funktioniert's.
Noch ist dieses Angebot reichhaltig, auch wenn die Fangerfolge der kleinen Fischerboote seit Jahren zurückgehen. Wie überall auf der Welt herrscht auch hier ein Kampf gegen die großen Fischereiflotten. Auch die Holzkohle von Pemba ist angekommen. Schwerstarbeit für die Männer. Die Säcke wiegen 80 Kilogramm. Holzkohle ist auf Sansibar immer noch die verbreitetste Energiequelle beim Kochen. Direkt am Strand im Nordwesten der Insel liegt die größte Dau-Werft. Hier werden jedes Jahr Dutzende Boote in traditioneller Bauweise gefertigt. In dieser Region wachsen auch die Bäume, deren Holz sich gut für den Bootsbau eignet. Die Werkzeuge sind einfach, Maschinen gibt es kaum. Trotzdem dauert es nur 2 bis 3 Monate, bis eine neue Dau vom Stapel läuft. Jeder Arbeiter ist Spezialist für einen bestimmten Bauabschnitt. Ganz wichtig ist die perfekte Verbindung von Kiel und Vordersteven, also Schiffsbug. Der Kiel ist das Rückgrat jedes Schiffes und der Bug muss so strömungsgünstig wie möglich sein. Haji Omari ist einer der erfahrensten Männer hier. Das hier nennen wir Utateo, horizontales Holz, und dieses Faschini, vorderes Holz. Das Faschini gibt es auch für das Heck, aber das kommt später. Diese Arbeit ist jetzt sehr wichtig, da darf kein Fehler passieren. Ich habe das gleich nach der Schule von meinem Großvater und Vater gelernt. Haji Omari ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat 6 Kinder. Sein Handwerk genießt Ansehen, sein Können garantiert ihm und seiner Familie genug Geld, dass sie sorgenfrei leben können. Shia Matayo ist Spezialist für den Innenausbau. Diese Verstrebungen aus Mangrovenholz geben dem Boot Stabilität. Die Planken wurden ursprünglich nur mit Kokosfasern mit den Spanten verschnürt. Dafür nehmen Matayo und seine Kollegen inzwischen Nägel. Zum Abdichten benutzen sie Baumwollfasern. Die Nägel werden nicht etwa importiert. Sie werden in kleinen Schmieden unweit der Werft gefertigt. Praktisch direkt vor Ort. Twalib Kuri, sein Assistent Kerim Makane und Mirai Haja, der für das Feuer verantwortlich ist, schaffen mit einfachsten Hilfsmitteln und Körperkraft etwa 500 bis 600 Nägel pro Tag. Jeder Nagel bringt umgerechnet 15 bis 20 Cent. Die nahegelegene Werft sichert auch ihnen ein geregeltes Einkommen. Keine Selbstverständlichkeit auf Sansibar. Twalib Kuri hat sich erst vor 2 Jahren auf die Produktion von Nägeln spezialisiert. Vorher hat er Messer geschmiedet, aber die ließen sich nicht mehr verkaufen, weil sie einfach zu teuer waren. Zurück auf der Werft. Haji Omari arbeitet noch an der Verbindung des Kiels mit dem Vordersteven. Da muss noch nachgebessert werden. An einer anderen Stelle sind die Männer schon weiter. Sie passen die ersten Planken an. Ganz unten am Bug müssen sie stark gebogen werden. Dazu erhitzen die Männer das Holz. Verwendung findet Holz von Tamarinden- oder Mangobäumen, gelegentlich auch Teak oder Mahagoni. Diese beiden Hölzer aber nur auf Bestellung, denn sie sind sehr teuer.
Ein Boot dieses Typs kostet etwa 5.000 Euro. Ein größeres, das zum Beispiel als Frachtfähre eingesetzt werden kann, mindestens 10.000 Euro. Wer sich das nicht leisten kann, der bringt sein Holz mit und zahlt für die Handwerksleistung etwa 1.500 bis 2.000 Euro. Passt. Für Haji Omari ist ein Instrument unverzichtbar. Das Allerwichtigste beim Bau einer Dhow ist das Einhalten bestimmter Gradzahlen und Neigungswinkel, egal ob beim vorderen oder hinteren Faschini, beim Bug oder beim Kiel. Dafür verwenden wir dieses Instrument, das ich von meinem Großvater habe. Nur wenn alle Messwerte eingehalten werden, ist das Boot in der Balance. Wird an irgendeiner Stelle am Boot ein Fehler gemacht, wird es immer schaukeln und damit unbrauchbar. Vor allem die Mitte muss stimmen zum Ausbalancieren. Mit diesem Instrument kann ich während der Bauphase ständig kontrollieren, ob alle Werte eingehalten werden. Wenn nicht, war die Arbeit umsonst. Fehlt nur noch das Segel. Das Segeltuch aus eng gewebter Baumwolle wird auch auf Sansibar nur noch maschinell produziert. Aus den Tuchbahnen fertigen die Männer auf der Werft das Segel dann nach Maß. Afrikanische Dhows fahren mit trapezförmigen Settee-Segeln. Damit kann man höher an den Wind gehen. Dieser Segeltyp stammt ursprünglich aus der Mittelmeerregion. Dort hat er sich im Lauf der Zeit zum dreieckigen Lateinersegel weiterentwickelt. Es ist früher Abend. Die Fischer fahren wieder in ihren Dhows hinaus. Am nächsten Morgen gehen wir an Bord einer Ausflugsdhow und fahren von Sansibar City mit Motorunterstützung zur vorgelagerten Gefangeneninsel. Sie trägt diesen Namen, weil sie zu Zeiten der Sultane einem Sklavenhändler gehörte. Von der Insel konnte kein Sklave fliehen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde ein Gefängnis gebaut, das aber als solches nicht genutzt wurde. Stattdessen fungierte es bis Mitte des 20. Jahrhunderts als Quarantänestation für Einreisende aus dem indischen Raum. 2 Wochen mussten die Menschen hier zubringen, bis sie nach Stone Town durften. Die heutigen Besucher der Insel interessieren sich offenbar aber mehr für die über 100 Aldabra-Riesenschildkröten, die hier leben. Ein Diplomat von den Seychellen machte sie dem Sultan von Sansibar vor langer Zeit zum Geschenk. Die älteste Schildkröte auf der Insel soll 195 Jahre alt sein. So alt wird der rote Sansibar-Stummelaffe nicht. Er hat ein anderes Alleinstellungsmerkmal. Er lebt nur auf Sansibar im Yosani Forest. Aber wie lange noch? Die Gesamtpopulation zählt gerade noch 1.000 bis 1.200 Tiere. Die Art gilt als stark gefährdet. Ihr Lebensraum, der Wald, wird zerstört. Und der Affe wird gejagt. Mit einer Schnellfähre geht es von Sansibar hinüber zum Festland nach Dar es Salaam. Die größte Stadt Tansanias ist Regierungssitz, allerdings nicht Hauptstadt. Das ist seit 1974 Dodoma. Diese Fähren verkehren mindestens 5-mal am Tag und sie sind schnell. Nur 3 Stunden dauert die Überfahrt.
Dann ist Dar es Salaam in Sichtweite. Für uns geht es mit dem Auto weiter nach Kisiju. Von dort wollen wir mit einer Dhow-Fähre zur Insel Mafia. Von Sansibar aus würde das 3 bis 5 Tage dauern. Von Kisiju etwa 15 Stunden. Hoffen wir. Kisiju ist der Haupthafen für die Fracht- und Passagierfähre nach Mafia. Getränke, Lebensmittel, Waren aller Art werden hier verladen. Schwerstarbeit für die Männer, die oft ohne Pause mehrere Schiffe hintereinander bestücken müssen. Kaum zu glauben, was sie alles auf unser Boot, die Wapikazi, hiefen. 50 Tonnen Ladekapazität soll sie haben. Ob das Limit eingehalten wird, wissen wir nicht. Wir müssen dem Kapitän und der Besatzung vertrauen. Die wollen ja auch gut ankommen. Die Kokosnüsse kommen von Mafia. Was auf Pemba die Nelken, sind auf Mafia die Kokosplantagen. Der Warentransport hat Vorrang, deshalb gehen die Passagiere zuletzt an Bord. In wenigen Minuten wird die Wapikazi ablegen können. Das Segel richtig in den Wind zu stellen, bedeutet wiederum harte Arbeit für die Männer der Crew. Dann nimmt die Dhow Fahrt auf. Trotzdem wird die Überfahrt 12 bis 15 Stunden dauern. Wir werden also erst mitten in der Nacht ankommen. Die Passagiere sitzen beinahe bequem auf den Zementsäcken. Diese Fähre hat keinen Motor an Bord. Auch nicht für den Notfall. Ein Holzboot ist niemals hundertprozentig dicht. Das Wasser sammelt sich am tiefsten Punkt und wird herausgeschöpft. Die Wapikazi wurde vor 15 Jahren in Dienst gestellt. Seitdem ist sie mehrmals wöchentlich zwischen Sansibar und Mafia unterwegs. Vier Besatzungsmitglieder sind an Bord. Die guten Windverhältnisse sorgen für eine entspannte Fahrt, auch für die Passagiere. Wir kommen mit Fatma ins Gespräch. Ich heiße Fatma Amir und komme ursprünglich aus Kisiju. Aber jetzt fahre ich mit meinem Mann nach Mafia. Wir leben dort im Dorf Chole. Mit ihm zusammen mache ich Geschäfte. Wir haben Kinder und es geht uns gut. Wir haben genug zu essen und alle Kinder gehen zur Schule. Die Geschäfte gehen so gut, dass ich das Gefühl habe, es fehlt uns an nichts. Ich bin glücklich mit dieser Situation. Tatsächlich wird es mitternachts, bis wir Mafia erreichen. Wie Fatma und ihr Mann übernachten wir in der Hafenstadt Kilindoni. Am nächsten Tag begleiten wir die beiden in ihr Dorf Chole. Sie haben uns eingeladen. Chole liegt auf der vorgelagerten gleichnamigen Insel. Etwa 1200 Menschen leben hier. Fatmas Mann, Kalipa, hat noch zwei weitere Frauen. Seine erste Pflicht nach der Ankunft ist es, für das Essen zu sorgen. Das wächst vor der Haustür. Die stärkehaltige Cassava oder Maniokknolle ist ein Kartoffelersatz. Die Blätter der Pflanze sind ebenfalls essbar. Sie werden als Gemüse zubereitet. Die drei Frauen teilen sich die Arbeit. Jede steuert etwas zur Mahlzeit bei.
Arafa kümmert sich um die Kokosmilch, die bei keinem Essen fehlen darf. Sie raspelt das Fruchtfleisch und entsaftet es. Kokosnüsse sind natürlich viel schwieriger zu ernten als Cassava-Knollen, die in der Erde wachsen. Die Männer auf den Kokospalmenplantagen müssen mindestens schwindelfrei sein. Mehrere hunderttausend solcher Bäume stehen auf Mafia. Also eine Insel der Kletterkünstler. Ohne irgendeine Absicherung in 15 Metern Höhe und das bis zu 25 Mal am Tag. Aber auch am Boden ist Vorsicht geboten. Immer wieder werden Menschen von herabfallenden Kokosnüssen getötet. Gleich vor Ort werden die Nüsse geschält. Nichts daran ist Abfall. Das Wasser kann man trinken. Das Fruchtfleisch essen oder zu Milch verarbeiten. Sogar die Schalen finden Verwendung. Dazu graben die Frauen sie am Strand für mehrere Wochen ein. Sind sie weich genug, werden sie zur Weiterverarbeitung wieder ausgebuddelt. Die Kokosfasern sind der Grundstoff für eine ganze Palette von Produkten des täglichen Bedarfs. Besen, Pinsel, Fußmatten, Matratzen und Seile. Hier im Dorf Chole haben sich die Frauen auf Seile spezialisiert. Swahiba Shomari klopft die Fasern frei. Suafi Marufu knüpft daraus die Seile. Diese Arbeit ist eine der wenigen Möglichkeiten für die Frauen im Dorf, eigenes Geld zu verdienen. Die Seile werden nach Sansibar verkauft. Im Hof des Hauses von Kalipa sind die drei Frauen bald fertig mit der Zubereitung des Essens. Die Kokosmilch gibt den Geschmack für die Cassava. Fehlt nur noch der Fisch. Der kommt hier natürlich fast jeden Tag auf den Tisch. Fleisch gibt es nur zu ganz besonderen Anlässen. Kurz darauf ist das Essen fertig. Der Mann beginnt. Und die Kinder? Die sind noch in der Schule. Sie würden sowieso nicht mit den Eltern zusammen essen. Das ist hier so Sitte. Die Frauen bringen ihre Seile auf den Weg nach Sansibar. Von Mafia aus geht es wieder mit einer Dauffähre hinüber nach Stone Town. Ganz gleich, ob Warentransport oder Personenverkehr. Im Sansibar-Archipel ist ohne die Dauffähren nichts denkbar. Und so werden diese urtümlichen Boote wohl auch in Zukunft noch in diesen Gewässern zu bewundern sein.